Der Start für das J.J. Darboven Charlie Mills Memorial 2017 ist frei. Start frei. Gut, meine Damen und Herren, freuen wir uns auf ein Rennen mit großer Tradition. Das Charlie Mills Memorial in diesem Jahr gesponsert von J.J. Darboven. 7 Teilnehmer in diesem Klassefeld. Und angesichts dieser Klasse sei nochmal an den Mariendorfer Bahnrekord erinnert aus dem letzten Jahr. 11-1 Friederikus, der könnte hier sehr gut fallen. Es treten an mit der 1 Feline Boke und Hugo Langeweg Junior. Mit der Startnummer 2 Toscanini Font und Danny Brouwer. Startnummer 3 Stanley Buda mit Dennis Spangenberg. Die 4 Otello Victory Rudolf Haller. Mit der 5 Monte Como Michael Hasen. Startnummer 6 Cash Hanover Michael Nimczyk. Favorit mit 15 für 10. Und die 7 Reggio mit Robin Bakker. Alle 7 sind hinter dem Wagen. Und noch 100 Meter bis zum Start. Und das war der Start zum J.J. Darboven Charlie Mills Memorial. Und wie die Feuerwehr beginnt hier, Stanley Buda hat sofort das Kommando. Otello Victory rückt in die zweite Position an der Innenkante für Line Boko. Mit 4 Längen Abstand dann der Favorit Cash Hanover. Dahinter sieht man Monte Como, außen geht Reggio und am Schluss des Feldes Toscanini Font. Die erste Zwischenzeit 1:06.9. An der Spitze weiterhin Stanley Buda, aber dicht dabei ist Otello Victory mit gut 3 Längen Abstand. Feline Boko außen begleitet von Cash Hanover. Und er macht sich jetzt an die Verfolger und die Pferde auf der Tribüne geraten. Und Cash Hanover jetzt in dritter Position. An der Spitze weiter Stanley Buda, dicht gefolgt von Otello Victory. Dann 2 Längen bis zu Cash Hanover. Innen geht Feline Boko, außen Reggio. Reggio im Fahrwasser von Cash Hanover, der größte Konkurrent. Der nächstplatzierte ist Monte Como am Schluss des Feldes mit einem Abstand. Toscanini Font. Die zweite Zwischenzeit war 13:1 und die Pferde sind bereits im Trotto die Ehebogen. Jetzt sind es noch 1000 Meter bis zum Ziel. Stanley Boda hat weiterhin das Kommando vor Otello Victory. In zweiter Spur folgt dann Cash Hanover. Innen Feline Boko mit Reggio außen dicht dabei Monte Como und mit 3 Längen Abstand Toscanini Font. Die Pferde eingangs der Gegengeraden und jetzt der Einsatz von Cash Hanover. Rückt vor in die zweite Position. Zwischenzeit 13:3. Weiter sehr schnelle Partie. An der Spitze Stanley Buda mit knapper Länge vor Cash Hanover. Innen Otello Victory, außen Reggio. Innen Feline Boko mit Monte Como in zweiter Spur. Alles dicht beisammen bis auf Toscanini von. Es geht in den Schlussbogen. Jetzt sind noch 500 Meter bis zum Ziel. Und weiterhin Stanley Buda attackiert von Cash Hanover. Ganz dicht dabei. Innen Otello Victory, außen Reggio und Monte Como in lauer Position. An der Innenkante Feline Boko und auch Toscanini von ist noch dabei. 11:9 die Zwischenzeit. Und Ausgang des Schlussbogens ist Cash Hanover in deutlich vorbei an Stanley Buda. Reggio und Monte Como setzen nach in der Distanz. Cash Hanover mit großem Vorsprung. Wird das wieder so ein Riesensieg wie neulich? Cash Hanover ist vorne, da kann nichts mehr anbrennen. Überragend dieser Cash Hanover. Cash Hanover gewinnt vor Monte Como auf Platz 3. Feline Boko, 4. wird Otello Victory und auf Platz 5. Reggio. Die letzte Zwischenzeit 13:4. Das wird wahrscheinlich nicht reichen für einen neuen Bahnrekord. Sieger im 11. Rennen um das J.J. Darboven Charlie Mills Memorial. Die Startnummer 6 Cash Hanover und Michael Nimczyk. 2. die 5 Monte Como mit Michael Larsen. 3. die 1 Feline Boko mit Hugo Langeweg Junior. 4. die 4 Otello Victory und 5. die 7 Reggio. Und damit die Reihenfolge für die Dreierwette 6-5-1 vorläufig.
wie die Starter für das 12. Rennen. Der 4. und letzte Vorlauf zum 122. Deutschen Traber Derby gelaufen als Van der Falk Hotel Berlin Brandenburg Cup. Er startet 9 Pferde, 2 Placewetten. Das Rennen wird mit dem Auto gestartet, die Distanz wieder 1900 Meter. Und wir bieten im 12. Rennen wieder eine Garantieauszahlung an in der Siegwette von 7500 Euro inklusive eines 2000 Euro Jackpots.